Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Omega Rubin. So, in der letzten Folge hat dieses Spiel alles, einfach alles dafür getan, um diese Handlung möglichst lange in die Länge zu ziehen. Wir mussten endlose Wege laufen, wir mussten einen 8 Millionen Dialogzeilen-Dialog durchklicken. Dann mussten wir 3 Gegner in Folge besiegen. Dann mussten wir einen Gegner mit 5 Pokémon gleichzeitig besiegen. Und es geht mir gerade echt auf den Keks. So, wir kämpfen jetzt gegen Team Magma abermals. Stellt euch mir nicht in den Weg. So, wir machen einmal die Mondgewalt auf Magnaien. Oh, jetzt auch noch. Wie immer ist der KI-Kampfpartner absolut überhaupt gar keine Hilfe. Psychokinese. Wow, was für eine heftige Attacke, Troy. Du bist der Pokémon-Champ gewesen. Wow. Das war ja der Hammer. Ja. Warum? Warum muss immer alles so enden? Warum stellst du dich mir immer wieder in den Weg? Mist. Mist. Los, Toxi, das ist die Gelegenheit. Schnapp dir den Dimensionswandler. Lululummel. Huch. Avelina hat Jördis den Dimensionswandler entrissen. Huch, aber dieses Pokémon... Gut gemacht, Avelina. Das ist doch die Frau vom Volk der Meteorianer, in der Tat. Du kannst mich auch Amalia nennen. Avelina. Nur, danke. Also, dieses Gerät ist schon fantastisch, oder? Ein Knopfdruck und schwupps, schon ist der Meteor woanders und bereitet uns keine schlaflosen Nächte mehr. Dann wäre endlich alles wieder gut. Ja, keine Frage. Ich kann dem ehemaligen Champ nur beipflichten. Diese Maschine ist in der Tat die letzte Hoffnung, den Planeten vor dem Untergang zu bewahren. Aber habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, was für verheerende Folgen euer Plan für andere Menschen und Pokémon haben könnte? Ich stehe kurz davor, unzählige Lebewesen in großes Leid zu stürzen. Was meinen sie damit? Du hast keinen blassen Schimmer, wie? Keine Sorge, das hatte ich erwartet. Und du, Toxi? Weißt du, was ich meine, wenn ich sage, dass die Hoffnung für unsere Welt gleichzeitig Verzweiflung für eine andere bedeutet? Ja. Sehr schön, genau das wollte ich hören. Wir vom Volk der Meteorianer wissen, wovon wir sprechen, denn dies ist Teil unseres kulturellen Gedächtnisses, das sich aus unserem reichen Erfahrungsschatz speist. Die schier unerschöpfliche Energiemengen, die bei der Mega-Entwicklung freigesetzt werden, bringen unsere Welt derart ins Wanken, dass eine parallele Welt entstand, die unser offenbar zu verwechseln ähnlich ist. Eine Hirnregion, die unserer nahezu bis ins Detail gleicht und welche von Menschen und Pokémon bevölkert wird,
die sich nur geringfügig von dem unterscheiden, was uns vertraut ist. Eine Welt, in der die Entwicklung von Pokémon anderen Gesetzen gehorcht und in der die Mega-Entwicklung nicht existiert. Eine Welt, in der es vor 3000 Jahren keinen Krieg gab und in der die ultimative Waffe nie gebaut wurde. Doch was wäre, wenn der Meteor durch ein Wurmloch in eben diese Parallelwelt teleportiert würde? In eine Welt, deren Bewohner möglicherweise weder über die oft notwendige Technologie zur Zerstörung jener Bedrohung aus dem All verfügen, noch die Kraft besitzen, den Meteor in eine andere Dimension zu entsorgen. Welches Schicksal würde diese Menschen wohl erwarten? Das übersteigt jede Vorstellungskraft. Amir hat den Dimensionswandler zerstört. Sind sie noch bei Trost? Eine Parallelwelt, die unserer scheinbar zu verwechseln ähnlich ist? Das ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Nichts dergleichen konnte bislang zweifelsfrei nachgewiesen werden. Wegen solch unhaltbarer Ideen haben sie den Dimensionswandler zerstört? Was um alles? Wie gewonnen, so zerronnen. Nichts wird ewig, auch die Hoffnung nicht. Wir wissen ja eigentlich, was sie da angerichtet haben. Wie wollen sie sich hier dafür verantworten? Jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal, Professor. Alles wird gut. Wir können nämlich sowohl unsere als auch die andere Welt beschützen. Was meinen Sie mit wir? Ach stimmt, das hatte ich fast vergessen. Ich brauche ja noch etwas von dir. War das? Amalia hat Jördis den Schlüsselstein entwendet. Oh! Diesen Schlüsselstein können wir jetzt auch abhaken. Jetzt müsste ich nur alle, die ich erbeutet habe, mit im Versteck dieser Leute kombinieren, um dann... So, ich habe leider einen vollen Terminkalender. Wir machen da mal die Flatter. Also dann. Blummel. Sie hat es auf den Schlüsselstein abgesehen. Sie will den Schlüsselstein von Mark, unserem Anführer. Mist. Mist. Sie ist also unterwegs zu Team Mark was Versteck. Denk nach, Troy. Was kannst du unternehmen? Hey, lass uns mal wieder reisen. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Ja. Dann gehen wir wohl in das Versteck. War das in Graffitport City? Wo war denn das noch? War das hier? Wir gucken mal. Das war hier. Ja, war es. Team Magmas Versteck. Entschuldigung. Ich wollte einmal kurz in meinen Guide schauen, weil ich zwischendurch keine Zeit hatte. Ja, der Guide sagt einfach nur, geht zu Marks Zimmer. Wie wir da hinkommen, steht hier nicht. Danke. Vielen Dank.
Auch hier wieder, wir werden abermals in das Labyrinth geschickt. Oh, ernsthaft, wir müssen jetzt auch noch alle hier bekämpfen? Boah, Spiel! Ich habe wirklich gar keine Lust mehr gerade. Das ist einfach nur Nervtöten. So, folgender Vorschlag. Ich suche mir jetzt mal einen guten Guide, der mir erklärt, wie ich da hinkomme. Und ich setze einen Schnitt, weil ich wollte euch jetzt nicht irgendwie 3 Folgen lang nochmal die ganzen Kämpfe mit Team Magma zeigen. Das ist ja wohl der absolute Schwachsinn. Wie schwachsinnig ist das, dass wir uns jetzt nochmal durch dieses ganze Versteck durchkämpfen müssen? Das ist ja wohl einfach nur Idiotie. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da angekommen sind, wo wir hin müssen. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Nach etlichen Kämpfen und diesen ganzen hier Teleporter-Rätseln haben wir es jetzt da offensichtlich zu Mark geschafft. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie die Story weitergeht. Ja, und Schluss. Die stolze Gewinnerin ist Amalia. Hoppla, das bin ja ich. Mark, Sir, sind Sie unversehrt? Unglaublich. Ich, der große Mark, soll gegen eine junge Dame wie sie verloren haben. Flum, flum. Oh, Avelina, da freut sich aber wer. Du kommst eben ganz nach deiner Mama, nach deiner Frau Mama. Wir beide sind immer auf einer Wellenlänge. Hahaha. Wer sind sie überhaupt? Wer ich bin? Gute Frage. Ich habe es im Leben zu nichts gebracht. Nichts ist hier so gelaufen, wie ich es wollte. Wer bin ich also? Ach, lassen wir den Quatsch. Eine Identitätskrise ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Hey, Toxi, steht da nicht rum wie bestellt und nicht abgeholt. Los, komm schon rüber. Kindchen, du bist es. Was führt dich hierher? Ist doch klar, es ist eben ein echter Held und echte Helden retten nun mal die Welt. Aber diesmal stand er leider eine Minute zu spät auf der Matte. Amalia hat Mark seinen Schlüsselstein entwendet. Vorsicht, Sir. So, dein Schlüsselstein gehört ab jetzt auch mir. Endlich ist es soweit, Avelina. Flum. Jetzt haben wir alles zusammen. Um Rayquaza herbeizurufen. Damit wäre unsere Arbeit hier getan. Wir machen da mal die Flatter. Toxi, du folgst mir am besten. Auf uns wartet als nächstes der Himmelturm, ein Ort, der zum Anbeginn der Zeit versiegelt wurde. Wenn du nicht weiter weißt, dann bitte am besten den ehemaligen, Champ um Hilfe. Also dann, los geht's. Was für eine unfrohe Verfrorenheit. Erst stellt diese Unruhestifter unser halbes Versteck auf den Kopf und jetzt verschwindet sie einfach wieder. Dieses Verhalten ist unverzeihlich. Interessant. Dass du dich ausgerechnet jetzt hier einfindest, ist wohl kein Zufall, sondern Bestimmung. Wie bitte, Sir? Kalle, bitte gib ihm das hier. Ist das Ihr Ernst, Sir? Ja, das ist mein Ernst. Ohne den Schlüsselstein habe ich keine Verwendung für diesen Megastein. Wie Sie meinen, Sir? Doxelt Kamarupnit. Das ist Kamarupnit. Wenn du ein Kamarupt hast, schlage ich vor, dass du es ihm zum Tragen gibst. Im Moment bin ich nicht dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung auszulösen. Deshalb möchte ich, dass du diesen Megastein nimmst. Das ist leider alles, was ich im Moment für dich tun kann. Diese junge Dame eben hat großes Talent im Umgang mit Drachen-Pokémon bewiesen. Das heißt, sie ist auf keinen Fall irgendein dahergelaufener Trainer. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was sie vorhat. Aber du bist wahrscheinlich der Einzige, der ihr das Handwerk legen kann, Kleiner. Also bitte kümmere dich an meiner Stelle um sie. Ah.
Taxi, bist du wohl auf? Verstehe, so ist das also. Der Schlüsselstein, der Himmelturm, die Meteorianer. Ja, jetzt ergibt alles einen langsamen Sinn. Ich muss so schnell wie möglich mit dir sprechen, um unser weiteres Vorgehen zu planen. Treffen uns am besten im ersten Stock des Raumfahrtzentrums. Ich warte auf dich. Also, auf bald. Tut. So. Ich habe für heute keine Lust mehr, von A nach B zu eilen. Ich beende dann die Folge an dieser Stelle. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin einen wunderschönen Tag und auf bald.